normalen und dann erst zum Schluss. Gegen die anderen. So kann ich dann auch noch sehr gut zeigen, dass es dann da auch noch mal schön aufrüsten kann. Wenn ich aufrüsten kann, dann gefällt das mir natürlich ein bisschen besser. Kann ich ein bisschen die HP der ganzen LE-Fors hochsetzen. Und das ist, glaube ich, dann erstmal das Wichtigste. Auf jeden Fall erstmal zurück. Und du gehst erstmal dahin. Vielleicht kann ich aber zur Zeit nicht gebrauchen. Greifen wir den erstmal an. Zack. Schön, dass wir mit kritisch treffen. Das war's jetzt, glaube ich, auch. Jo. Ja, natürlich. Geh doch einfach mal kaputt. Ach, Amante. Für dich interessiert sich doch keiner. Das interessiert doch echt kein Mensch. Denn das ist einfach so viel Pech. Tralalalalalalalala. Ausschalten. Ah, das kann ich auch ausschalten. Damit das hier ein bisschen schneller dann auch wieder geht. So. Absolut. Gar nicht. Und deswegen machen wir dich kaputt. So.
Nummer 2. Bounder. Moonballista. Weil den brauche ich jetzt hier gar nicht. Habe ich glaube ich nie gezeigt, oder? Ja. Zack, kaputt. Doch nicht. Schade. So. Fangen wir mit dir an. Oder auch nicht, Klammer zu. Ich glaube, er kann... Nee, kann er doch nicht. Gut, dann macht das Rasma. Macht erstmal einen Schlussstrich. Sehr schön. Sogar gleich zwei Level ab. Dann fährst du mal ein bisschen zurück. Du fährst dahin. Du gehst dahin. Und dann wollen wir mal ein bisschen rundum schlagen. Schock High Low. Gibt es nicht andere Attacken? Komet. Ah, ich mach mal Schock High Low. Einfach nur so, weil es Spaß macht. Dass das so viel Schaden macht. Bleh. Amante. Obwohl, wenn sie da ist... Stimmt, die Dinge hätte ich auch mal verkloppen können. Oh, halt! Das gibt es nicht. Okay, jetzt habe ich ein kleines Problem. Aber nur ganz klein. So. Zum einen... Source Action. Gegen... Noch niemanden. Höhö, ich mache mir das einfacher. Gauntlet. Evil King slash Boom.
mache ich mir ein bisschen persönlich einfacher. Versuche ich zumindest. Dazu brauche ich nur 3100, noch nicht mal mehr, knapp über 3000. Und das wird hoffentlich über 3, jo, sogar fast 5000. Einfach nur damit man da nicht auf blöde Gedanken kommt. Gerade was so bezüglich Angriffe gegen die LEVs richtet. Aber klar, dass sie sich gegen Testament dann stellt. Testament wird jetzt ein schönes Magnet sein. Aber sobald die Stage vorbei ist mit SSA 2, das wird ein Spaß werden. Bei SSA 2 ist ja um einiges besser als Reparaturset. Einfach jetzt nach Hause bringen. Was? Da der fast kaputt ist, Turkey, Rusty, Lancer. So, Nummer 1. Beziehungsweise der letzte ist jetzt kaputt von den Dingern. Jo. Das ist schade. Das hätte vielleicht noch kritisch werden können. Da kann ich aber den ganz schnell kaputt machen. So. Upgrades. Bauen da. Das zieht nicht genügend ab. Moonballister. Schade. Er hätte ja zum kritisch werden können. Thank you.
Warum leckt er? Auf jeden Fall kann ich mich darauf freuen, dass die nächsten Kämpfe ein wenig unterhaltsamer sind. Leichter. Die nächsten Parts werden auf jeden Fall ein bisschen mehr haben. An Stoff, an Vorrat habe ich dann ein bisschen was. So, der ist noch relativ intakt. Warte mal eben. Hä? So, der kann bis dahin. Oh, ich kann Gazeel mal machen. 2,6. Das dürfte ungefähr reichen. Das ist nämlich hier mit... Das reicht doch noch. So. Elfenbow. Und... Bye bye. Oder ich nehme mal an, die wird eher auf Cage losgehen. Jetzt auf die anderen. Zumindest hoffe ich das jetzt mal. Auf jeden Fall kriegst du jetzt einen dicken Soul Section ab. Und damit ist dann auch fast schon Geschichte. Wenn das nicht der Zugang kritisch war. Jawoll! One Hit! Er hat's wirklich geschafft. Du bist viel stärker geworden. Das ist, weil wir nicht allein sind. Wir arbeiten alle zusammen. Zusammen? Tja, ich bin wohl ein wenig neidisch. Was? Ich war immer nur allein. Ich hatte eine Menge Jungs. Aber denen war nur mein Aussehen wichtig. Ich konnte mir mein Aussehen ja nicht aussuchen. Ganz ehrlich, ich... Du bist einsam? Und du hast nach jemandem gesucht, der dich akzeptiert? Um ehrlich zu sein, ich mochte dich irgendwie. Darum wollte ich eigentlich gar nicht kämpfen. Ich wünschte, wir hätten uns unter anderen Umständen kennengelernt. Cage, lass dich nicht beirren. Sie ist... Cage, kommst du zu mir? Ich habe solche Angst. Wenn ich schon sterben muss, lass mich wenigstens in deinen Arm sterben. Bei diesem Spruch würde ich schon sagen... Zisch ab.
weil, man sieht es schon an dem Gesicht, sie will einen nur verarschen. Das ist mein letzter Wunsch als Frau. Du möchtest fliehen? Na schön, ich lasse dir ein Schlupfloch. Komm hier rüber. Catch, das ist gefährlich. Sie ist genau wie wir alle. Nur wollte ihr niemand helfen. Das ist alles. Mein guter Cage, das ist eine Falle. Nein, sie ist... Oh, halt doch die Klappe. Du redest zu viel. Cage, ich verrate dir mal ein kleines Geheimnis. Es ist wirklich... Ein wirklich begehrenswerter Mann tut gelegentlich so, als würde er auf die Lügen eines Mädchens hereinfallen. Ich hoffe, du wirst eines Tages mal ein attraktiverer Kerl. Adieu. Hey! Alles in Ordnung? Ja, mehr oder weniger. Na schön. Suchen wir also nach Ares und Mione. Ja, beeilen wir uns. Fasti, gibt's was Neues? Die Energieniveaus in diesem Bereich steigen rasch auf unnatürliche hohe Werte an. Und ich mache einen kurzen Schnitt hier. Bis zum nächsten Mal oder bis gleich.